So, meine Damen und Herren, ein kräftiger Wind weht hier uns um die Ohren und hier ist schon wieder Kartoffelgedöns. Ja, weiter geht es hier. Wenn ihr diese Folge seht, wenn ihr die Top aktuell schaut, falls ihr das so macht, dann bin ich wahrscheinlich gerade in Raststede und fahre Go-Kart. Einer meiner liebsten Hobbys. Ich hoffe, das ist auch sprichwörtlich nicht ins Wasser gefallen. Naja, das einmal dazu. Oh, hier sind wieder blaue Blumen. Die Talsenke hier ist auch wieder. Oh, das ist was anderes. Erdbeersetzling. Wassermelonensetzling. Kartoffelsetzling. Karottensetzling. Na gut, aber jetzt nichts anderes. Und es wird dunkel. Das nehme ich noch mit. Hallo? Spinnt das hier wieder? Das Problem hatte man ganz früher auch mal. Und in der vorletzten Folge war das ja auch alles so ein bisschen komisch mit der Map. Ne? Zum Glück ist das Trinksymbol, es leuchtet grün und alles. Und so dunkel ist es noch auch nicht. Aber trotzdem, jetzt, wenn man es nicht hat, dann vermisst man trotzdem die Taschenlampe. War echt dunkel. Wenn jetzt Sina wäre, würde er sagen, you can see me. Wenn er diese Höhle wäre hier, na, keine Ahnung. So, wenigstens setzt Musik ein. Aber das Gras hier ist auch ganz nett. Das kannten wir jedenfalls noch nicht. Äpfel, ja. Jetzt haben wir 32. Davon nehme ich auch am besten keine mehr mit. Und springt in den Toten ein. Noch nicht. Ohne alles würde ich auch nicht wieder nach Hause finden, also von daher. Da gibt es nur Äpfel, Zitronen und Kirschen, das ist auch ein bisschen mau für Bäume. Gibt es hier noch Pfirsiche oder irgendwas? Ich weiß es nicht. Sieht manchmal auch ehrlich gesagt nach aus, ne? Tja, jetzt sieht man natürlich nicht so viel, außer diese blauen Blumen. Ein Bären. Manchmal machen die mehr Schaden, du. Muss mich wieder heilen. Mehr Platz für Inventar, ne? Schmatzt sie auch so? Ich nicht. So, jetzt muss ich da mal irgendwas wieder reinfüllen. Vielleicht diese. Diese. Karotten, du. Wie viele blaue Blumen haben wir denn? Ah, okay. 22. Das nehme ich mit.
Haben wir natürlich auch nicht wenig von, aber okay. Ist wenigstens noch zu was Nütze. Oh, kennt ihr das, wenn man aufnimmt und draußen scheint die Sonne, sag ich mal, und dann. Was ist das denn? Ein Fuchs? Na, muss natürlich gleich töten, ne? Bringt aber natürlich nichts. Dann lasse ich die natürlich auch, aber das muss man ja erstmal wissen. Stimmt ja, den gab es ja auch noch. Auch Tomaten. Mal diese Schluchten, Mann. Sind wir bei Minecraft oder was? Hui. Ich sollte das in der Hand lassen. Boah, ich weiß gar nicht, wo es lang geht hier. Ich weiß nur, dass wir zum Eisbiom wollen. Wenn es denn mal irgendwann eins gibt. Ist die Frage, wo und wie lange man dafür laufen muss. Welchen Aufwand dafür man betreiben muss. Was habe ich da gerade für ein Geräusch gehört? Hört sich an wie ein Hase oder ich habe keine Ahnung. Oder ein Huhn. Die Hasen hören sich ja hier so an. Und man meint, die sind Meerschweinchen, ich weiß nicht. Das ist ja auch tolles Deutsch. Ey, könnt ihr mal meinen, die sind Meerschweinchen? Benjamin. Sind Benjamin-Schwein. Dann geh mal hier hoch, du. Alter Opa. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Orientierungslos im Nichts. Na gut, ein paar Sachen haben wir ja, die wir haben wollten. Nur wir haben kein Schneebiom. Was? Pisser. Sind die gar nicht richtig kommen. Ich betreibe immer nur Notwehr, so. Die ganzen Bären an, du. Muss die Bären mal grillen. Aha, Bear Grylls. Da geben die ja nichts. Vierundfünfzig Blumen haben wir wieder. Ach, das kann mal wieder ein Tag werden, Mensch. Und die Musik setzt auch mal aus. Das ist nicht nett. Weil nach so einem komischen Biom hier hätte ich dann vermutet. Ja gut, erst waren das die Elche und dann sind die Bären überall da und die Bäume und Tiger, Tundra und keine Ahnung, wie das mal alles heißt hier. Dann hätte ich ja vermutet, dass irgendwann mal so ein anderes, so ein Kältebiom kommt. Naja, gut.
Oder nach der Wüste, unlogischerweise, aber irgendwie auch nicht. Ja, man müsste sich noch ein Boot craften, dann könnte man die Meere überqueren, dann könnte man Inseln machen, könnte man karibische Biome machen. Also ein bisschen halb auf Swanee Deep oder so. Man könnte sich einen Hafen bauen. Müssen noch ein paar Fische und ein paar böse Kreaturen im Wasser rumschwimmen und sowas. Vielleicht kommt das ja auch noch alles. Menschen, Skinners. Muss mir aber ordentlich oft heilen, nur. Kommt ihr immer angescheißert, doch. Es wird ein bisschen repetitiv, wenn man immer hier so. Man sieht zwar ein paar Sachen, die man noch nicht gesehen hat. Beispiel eine Kuh, nee, die natürlich nicht. Die macht nur Mu und gibt Fleisch. Naja, dann will man natürlich was Neues haben, ne? Okay, eine Kuh kann ich vielleicht noch schlachten vom Inventarplatz her. Diese Map Generator, ne? Der kommt gar nicht hinter meinem grandiosen Tempo hinterher. Vielleicht muss eine Schneeregion noch erstellen. Ich weiß es nicht. Leg dich mal schlafen für immer. Irgendwann muss man vielleicht mal seine Waffen vielleicht mal reparieren. Das könnte auch noch mal einmal eingebaut werden. Und natürlich, wenn man hier so guckt, Ausrüstung ja schön und gut, aber Rüstung. Und dass man sein Charaktermodell ändern kann. Also die könnten ja noch einiges einbauen. So, wie viel Platz haben wir noch für Schwein? Wir sind ja eh schon fast voll. Kohle haben wir sogar ein bisschen. Ein Schwein schlachte ich noch mal. Ich weiß immer, wie viele Stacks, wie gehen zum Beispiel 16, da geht zum Beispiel 8 und so weiter. Und ich lasse die mal verschwinden, damit, ja, damit er nicht so viel laden muss. Und ja, dass er nicht überall alles voller Leichen sind irgendwann. So, was können wir denn noch gebrauchen? Ja, das können wir noch auffressen. Stein, Kupfererz, Eisenerz. Das brauchen wir sowieso. Erdbeersetzling. Kann auch nichts wegschmeißen oder so, ne? Aluminium, Kupfer, Eisen, wir kriegen da immer viel Stein. Das brauchen wir auch alles. Okay, wir haben nicht mehr viel Platz. Definitiv nein. Und von den Blumen haben wir auch 64. Ah, da haben wir 8. Ja, weg damit. Dann haben wir noch wieder ein bisschen mehr Platz für was auch immer. Keine Zitronenbäume hier, nö. This is not der Fall. Sind das jetzt Äpfel oder nicht? Ja, sind auch schon wieder Äpfel. Ach, ich schmeiß die einfach weg. Wo ist denn Huhn? Das kann ich noch gebrauchen. Das brauche ich jetzt nun nicht, aber da haben wir noch ein bisschen Platz. Kartoffelsetzlinge. Kriegst du gleich wieder zwei. Wo ist das Huhn? Ich habe das gehört. Ich habe sie hier gehört. Das sieht immer so aus, wie als wenn wir im Kreis gelaufen sind und wir sind fast wieder bei uns oder so. Hier ist das Huhn.
Und wie viele Dings haben wir? 64. Okay. Ich muss mal hier. Was ist denn hier los? Bin auch fies. Da ist das Huhn. Wieder mal ein Hähnchen. Aber wieder mal ein. Ja, wo packe ich das denn hin? Kartoffel weg. Dahin. Das Gras, ja, könnte noch ein bisschen Gras mitnehmen. Ansonsten sieht das ja nicht so gut aus wie fürs Inventar hier alles. Noch irgendwo ein Hühnchen. Kein Salat oder irgendwas hier, das sieht man auch nicht so gut, ne? Die lasse ich auch mal in Ruhe. Schweinchen Babe. Auch. Okay. Inventar ist voll, ja. 30 Kartoffelsetzlinge. Ach so, mehr macht er nicht. Ich habe keine Ahnung. Ach nee, wegen den Kartoffeln, die er mitnehmen wollen würde, was aber nicht geht. Irgendwo habe ich da schon mal was. Hä? Es wird hell. Mal gucken, was wir da noch von mitnehmen können. War alles. Das sind. Hallo? Das sind auch Äpfel, ne? Oder wurde das jetzt hingepackt? Weiß ich nicht. Aber das waren, glaube ich, auch Äpfel. Aber Kohle haben wir echt zu wenig. Ist das hier Kohle? Nee. Dahinter meine ich. Ja, schade, dass die Kohle aus den anderen Öfen nicht wieder rausziehen kann. Das wäre ja eigentlich logisch. Die sind ja nicht verbraucht und nix. Kannst du bei Minecraft auch wieder rausziehen. Das fehlt auch noch so. Was kann man jetzt nicht mehr mitnehmen? Na, Eisenerz kann es ja nicht sein. Kupfererz. Kupfer und Eisen. Hier ist das alles voll. Aluminium. Stein. Ja, gut. Das ist natürlich voll. Aber ich glaube, hier, das kann ich glaube ich noch mitnehmen. Eisen. Kupfer. Warum er das nicht so richtig voll macht? Oder macht er das voll? Ich weiß es nicht. 33, 34. Jetzt gucke ich mal, wenn ich das hier mache. Obwohl, da macht er natürlich. Ach komm, dann mache ich das weg. Was ist denn hier? Der muss doch noch ein bisschen was auffüllen, eigentlich. Füllt er nur den Stein auf, oder was?
Ist ja merkwürdig. Gibt es immer so leichte Bugs oder so. Und wenn ich das hier mache. Das ist ein Kupfer. Das andere ist doch Wolfram. Aber ich habe das doch eine weggeschmissen, aber man nimmt, meinte immer, den Stein zu nehmen. So. Kupfer, Kupfer. Aber hier verstehe ich das nicht. Der will immer den Stein nehmen. Warum nimmt er nicht das andere Zeug? Eisen ist ganz ja nicht, aber der füllt auch nichts mehr. Ich weiß es auch nicht. Naja, wir sind fast voll, also gehen wir auch in der nächsten Folge unter über Umwegen, sag ich mal, wieder nach Hause. Naja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Tschüssi.